So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ihr hättet das Amulett überall in Tamriel verstecken können und das war eure erste Wahl. Damals erschien es wie eine gute Idee. Wunderbar. Warum sind sich die Leute mit den lächerlichsten Ideen ihrer Sache immer am sichersten? Seid still, Tam. Ja, in der letzten Folge haben wir noch die zwei Ritualstädte in Rift geweiht, waren da sehr erfolgreich unterwegs und haben uns wieder zur Zuflucht begeben, weil dort nämlich der Prophet auf uns gewartet hat. Und wir befinden uns aktuell in den Katakomben von Sankretor. Was bringt euch nach Sankretor, alte Freunde? Sucht ihr vielleicht nach einem Amulett? Manni Marco, wie habt ihr diesen Ort gefunden? Denkt ihr wirklich, dass ich euch aus den Hallen der Qualen kommen lassen würde, wenn ich nicht jeden Schritt von euch überwachen könnte? Nein! Manni Marco, halt! Ihr tötet ihn! Wo ist das Amulett der Könige? Mein Meister Molag Bal verlangt danach. Euer Meister? Bitte. Ihr würdet das Amulett verwenden, um Molag Bal zu verraten? Narr! Als ich aufstieg, hättet ihr meine rechte Hand sein können, Tarn. Stattdessen habt ihr euch bei den ignoranten Bastarden eingereiht. Jetzt werdet ihr mit ihnen sterben. Ich glaube nicht. Damit werdet ihr nicht davonkommen. Denkt ihr wirklich, ihr könnt einen dädrischen Fürsten betrügen? Mit dem Amulett der Könige ist alles möglich. Nationen werden erzittern und sich vor mir verneigen. Ich werde ein Gott sein. Das Amulett der Könige wird niemals euch gehören. Es wird vom Schutzzauber der Göttlichen beschützt. Ihr meint euren Schutzzauber von Stendar, Gott der gnädigen Nachsicht, Patron der Feiglinge und gesetzestreuen Idioten? Das wird mich nicht im geringsten aufhalten. Ach ja, ein sehr sympathischer Elf. Manni Marco hat jeden unserer Schritte beobachtet. Wir haben ihn geradewegs zum Amulett geführt. Wir müssen das Amulett der Könige als erstes erreichen. Manni Marco könnte mächtig genug sein, um Stendars Schutzzauber irgendwann zu durchbrechen. Wenn wir es schnell zu den Schreinen schaffen und Stendars Segen erhalten, können wir den Schutzzauber so durchschreiten, dass der Zauber nicht aufgehoben wird. Manni Marco wird uns dann vielleicht eine Weile nicht folgen können. Wie kommen wir zu den Schreinen? Wir müssen uns auf den Weg zum Innenhof machen. Von dort aus gelangen wir in die Kammern, in denen sich die Schreine befinden. Yay, los geht's. Sei, geht es euch gut genug, um weiterzumachen? Habt keine Angst, Schneelilie. Oh Gott. Ich bin ein Rotwardone. Wir sind wie Bergbambus. Mhm. Viel stärker und biegsamer, als wir erscheinen. Mhm. Ich finde es zum Totlachen, dass Manni Marco so eine riesige Projektion gewählt hat. Er versucht offensichtlich, etwas zu kompensieren. Ach, toll. Sehr, sehr unterhaltsam. Dort hinter diesem Tor befindet sich die Krypta der Helden. Wenn ihr wollt, können wir sie betreten. Aber es ist ein böser Ort, an dem die Toten ruhelos und wütend sind. In eine Krypta wandern, wenn ein Nekromant zugegen ist. Eure Neugier wird euer Untergang sein. Ersteht, gefallene Helden! Tötet die Eindringlinge! Ein bisschen um, ne? Immer noch Gespenst. Mal rein. Bin ja noch nie gewesen. Das war schon ein bisschen gruselig. Sehr interessant. Naja, man entdeckt auch beim 30.000. Mal durchspielen immer wieder neue. Beeindruckend. Oh, aber erlaubt mir, einen Feind zu erwecken, der eine größere Herausforderung darstellt. Ja, aber das wird nicht helfen, wenn wir auch diesen Feind besiegen.
diesen Hüllflügel hinabstürzen zu müssen. Aber ab und an versteckt sich schon mal wieder. Haben wir sonst noch irgendjemanden, den wir besiegen können? Nee, ne? Okay, sehr schön. Haben wir Manimaku mal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Sehr schön. Denn zusammen sind wir unbesiegbar. Stimmt, Saisahan. So. Herrlich, nicht wahr? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich davon abhalten, mir das Amulett zu holen? Das Amulett der Könige steht unter Stendars Schutzzauber. Es wird niemals euch gehören. Ah, Sai, ihr versteht es immer noch nicht, oder? Durch euren Schutzzauber Stendars wird mein Plan erfolgreich sein. Er wird Molag Bal davon abhalten, zu beobachten und einzuschreiten. Sobald der Schutzzauber weg ist und das Amulett mir gehört, wird es schon zu spät sein. Ihr seid verrückt, wenn ihr denkt, ihr könnt den Gott der Intrigen hintergehen. Naives Kind, ihr wisst überhaupt nichts. Chim El Adabal, der rote Diamant in der Mitte des Amuletts der Könige, ist der mächtigste Seelenstein, der ich je erschaffen würde. Mit dem Amulett in meinem Besitz werde ich Molag Baals Kraft aufsaugen und ihn in eine leere Hülle flüchtigen Fleisches verwandeln. Dann werde ich seine Essenz in dem Edelstein einfangen. Vergessen. Mit der Zeit wird sich ganz Tamriel vor mir verbeugen. Bald wird der Gott der Intrigen einen neuen Namen haben. Manimaku. Man kann auch unter großen Worten reiten. Ich gucke mal, wie er nicht mal und die Heilige ist gar nicht mehr die Kurve gewusst, ne? Ja, echt. Oh, da war ich noch. Ich mag Manimaku schon als Sterblichen nicht. Ich denke, als Gott werde ich ihn noch weniger mögen. Das muss ich verhindern, weil ich schon das Molag Bal jetzt hier mein Lieblingsdietricher Förster Lügen bleiben soll. Und so viel zusammen erlebt Molag Bal, dass ich mir sie nicht wegnehmen kann. Ich werde für Molag Bal kämpfen. So. Bitte, einen Moment, meine Freunde. Ich muss mich ausruhen, bevor es weitergeht. Sai, geht es euch gut? Dieses Schwein hat euch wirklich verletzt, nicht wahr? Ich schwöre bei den Göttern, ich werde seinen Kopf abschlagen. Es geht mir gut, Schneelilie. Ich brauche nur einen Moment, um durchzuatmen. Lasst euch Zeit. Ich halte Wache. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann, sagt Bescheid. Wie reizend. Ich glaube, ich lasse mir das Essen noch einmal durch den Kopf gehen. Ach so. Sprich mit Nyris. Ach nee, das ist Abnotar. Sahan. Ihr behaltet mich besser im Auge. Ich hätte schon wieder Lust, Tarn eine reinzuschlagen. Das kann ich aber nicht ganz nachvollziehen. Wird Sai zurechtkommen? Wenn Sai Sahan eines ist, dann zielstrebig. Er sagte einmal zu mir, das Erringen des Sieges wäre wie ein Ringkampf mit einem Oger. Man hört nicht einfach auf, wenn man müde ist. Man hört auf, sobald der Oger müde ist. Er wird es zu Ende bringen. Seid unbesorgt. Und was ist mit euch? Ich?
Ich werde Manimarco bis in die hintersten Winkel des Reichs des Vergessens verfolgen, wenn es sein muss. Rache ist eine starke Triebfeder. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Aber unter dieser harten Schale steckt eine hoffnungsfrohe Närrin, die für jeden Einzelnen von euch den tödlichen Schlag einstecken würde. Ach, Lyris, habt ihr uns da je darüber gesprochen, was in den Hallen der Qualen geschehen ist? Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Stoisch. Nennen uns die Leute denn nicht so? Da ist ein Band zwischen unseren Herzen. Aber wir sprechen nicht über unsere Gefühle. Wir verstehen sie nicht einmal selbst. Vielleicht sprechen wir eines Tages darüber, aber dieser Tag ist nicht heute. Ach, Lyris. Aber versprecht mir, dass ihr das macht. Und ich möchte zu eurer Hochzeit eingeladen werden. Bei Zeths Tränen. Ich dachte, ich könnte damit fertig werden. Manimarcos Hexerei brachte all die Schmerzen und Zweifel zurück, die ich in den Hallen der Qual spürte. Kommt ihr wieder in Ordnung? Ich habe meinem Körper schon Schlimmeres zugemutet. Es ist mein Geist, der mir Schmerzen bereitet. Manimarco hat meinen Kopf mit zertrümmerten Erinnerungen gefüllt. Sie sind wie zerbrochenes Glas. Sie schneiden mich mit jedem Schlag meines Herzens. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, kommt wieder zu Atem. Diese Stimme, Manimarcos Stimme, sie verhöhnte mich immer und immer wieder, über Jahre hinweg. Meinen Willen konnte er nicht brechen, aber er hat etwas anderes gebrochen. Werdet ihr all das überstehen, Sai? Ich werde all dies überstehen, meine Freundin. Ich habe nicht Jahre der Folter in den Hallen der Qual erduldet, um jetzt aufzugeben. Mein Schmerz hat nachgelassen. Sputen wir uns und bringen wir diese Sache zu Ende. Wo sollen wir jetzt hin? Wir müssen die beiden Schreine mit Stendars Segen weihen, bevor wir das Gewölbe öffnen können. Der erste Schrein ruht im Grabmal der Drachengarde, wo so viele meiner gefallenen Kameraden aufgebahrt wurden. Wir müssen ihrer ewigen Ruhestätte unbedingt mit Respekt begegnen. Los geht's. Scheint da nicht weiter und hier auch nicht. Okay, gut, nee, da werden wir erstmal uns zum Grab meiner Drachengarde begeben. Ich gehe mal davon aus, dass uns das Spiel dann zu den anderen Eingängen noch führen wird. Der Schrein befindet sich auf der anderen Seite des Raums. Schnell, wir müssen einen Weg dorthin finden. Ich habe eine Überraschung für euch, Sai. Erinnert ihr euch an eure gefallenen Kameraden der Drachenwache? Ich habe mir die Freiheit genommen, sie zu erwecken. Und sie sind ganz erpicht darauf, euch zu sehen. Schon wieder entehrt der König der Würmer die Erinnerung an die geehrten Toten. Das ist eine Kromantie. Ich habe nicht den Wunsch, die Leichen meiner alten Kameraden der Drachenwache zu verschimmeln. Aber wir müssen den Schrein weihen. Stimmt. War nämlich das, weil es ist immer sehr schön gewesen. Weil da gab es nämlich eine Zeit, wo ich einfach dann hier rumgeirrt bin, weil ich dachte, ach, das Tor kann ich so nicht öffnen, gehe ich gar nicht erst lang. Und dann bei einem Kampf bin ich, glaube ich, aus Versehen einmal da durchgelaufen und dann habe ich mitbekommen, man kann ja auch durch die Tore gehen, ganz normal, ne? Dafür ist ja das Tor ja da. Um einfach hindurchzugehen. Und ich dachte, Spiel. Ich glaube, ich habe bestimmt eine halbe Stunde lang hier verzweifelt. Dann habe ich irgendwelche Videos angeguckt. Dann habe ich mitbekommen, man kann ja auch einfach durch die Tore hindurchgehen. Ein Glück habe ich mich daran erinnert. Sonst hätten wir hier auch wieder lange festgesessen. Stendar, Gott der Gnade, Wohltat und Gerechtigkeit, erfüllt uns mit eurer Weisheit und euren Visionen. Toll, helft schon uns, die Welt mit eurer Gnade und Führung zu richten. Ermutigt uns, das Böse zu zerschlagen und die Ungerechten zu bestrafen. Seid ihr fertig? Ja, gut, sehr schön. Können wir weitermachen. Dann hättet ihr eher angefangen, sei es haben mit euren Gebet, dann hätte ich natürlich gewartet und wäre nicht davon. Ihr habt beim Verstecken des Amuletts auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, Sai. Hättet ihr es nicht einfach unter die Matratze legen können?
Ach ja, Dyris. Aber besser so als andersrum. Der zweite Schrein ist in der dahinterliegenden Kammer. Es gibt einen Kniff, sie zu erreichen. Eine Art Rätsel. Was habt ihr abgesagt? Der Altar ist auf der anderen Seite. Ach, man muss die Zugbrücke runterlassen, um ihn zu erreichen. Oh, diese Zugbrücke, da habe ich es auch, gefühlt damit verbracht. Weil ich glaube nämlich, diese Hebel müssen in eine Richtung zeigen. Und in solchen Sachen bin ich ja wirklich extrem gut. Ja, gut. War die falsche Reihenfolge. Ist ja schön. Wie machen wir denn das jetzt? So. So. Ihr habt es geschafft. Die Brücke ist unten. Ich bin halt richtig, richtig in der Liga. Jüris. Ich kann nicht nur mit meinem Arm kämpfen, sondern auch mit meinem Kopf. So, jetzt bleiben wir noch den germanischen Schrein. Ach nee, den Schrein im germanischen Gewölbe. Ständer. Langsam ärgert ihr mich wirklich. Ach, warum? Tötet sie! Ersuchen wir euch, eure Schutzzauber zu brechen und uns sichere Reise in das Gewölbe der Könige zu gewähren. Fenster, Hallöchen. Und da rein, dann wollte ich auch noch mit. Ein bisschen wieder hoch. Jetzt hier. Das sind sogar zwei. Muss ich noch die Zeit, wo man hier, keine Ahnung, für die 5 Minuten gebraucht hat. Nein, ich möchte gerne das Gespenst aussuchen. Dankeschön. Wo wir hier 5 Minuten lang gebraucht haben, um ein Gespenst irgendwie wieder zu knüppeln und jetzt sein. Und da das Gespenst. Ich bin schon. So, jetzt haben wir die 2 Schreine geweiht und jetzt können wir doch rein theoretisch irgendwie in das Gewölbe der... Feuchte Korridore, bröckelnde Wände, übler Geruch. Genau. Dieser Ort hat alle Vorzüge eines Bordells in Riften. Das muss sich für euch wie Heimat anfühlen. Immer in deine Krypta, gefüllt mit den verrotteten Leichen von inzüchtigen Königen und gescheiterten Staatsmännern. Fast wie bei einer Familienfeier der Tarns. Oh Gott. Oh. Burn. Ja, ja. So. Dann wäre jetzt hier fertig, oder? Oder? Nein, meine Mama. Erbärmliche Bemühungen werden nicht erfolgreich sein. Das Amulett der Könige wird mir gehören. Ich schwöre bei Stendars Gnade und dem Schwert meines Vaters, ihr werdet nicht gewinnen, Manimako. Bald werdet ihr die Größe meiner Macht erkennen. Und euch vor mir verneigen. Augen aus Stahl, nein. Hier bin ich gut, bin ich nicht mehr wahr. Durch die Macht des Amuletts der Könige werde ich verwandelt. Alle Nationen Tamriels werden sich vor mir verbeugen. Sie werden mich anbeten und um meine Gnade betteln. Alle werden den Namen Manimako als ihren einzigen wahren Gott kennen. Damit kommt ihr niemals durch, Manimako. Wir werden euch bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Aber meine alten Freunde, versucht doch, mich aufzuhalten. Wir sind noch gerade dabei. Ach ja, schon wieder umgekehrt. Ihr müsst es doch langsam mal wieder ein bisschen wundervoll umgekehrt. Wir müssen uns bezwecken können, dass wir immer weiter diese Skelette besiegen werden. Einfach mal den Bus anfügen. Was machen lassen, dann werden wir wahrscheinlich sterben dabei. Ich will nicht, dass ich das nicht wollte.
So, da kommen jetzt doch wieder so, oder? Ja, natürlich. Natürlich, ist halt wirklich, ist nicht gerade kreativ. Animalco. Dann frage ich mich wirklich, warum man wollt, euch jetzt. Weil ich mich verbündet habe. Ich mit euch verbündet habe. Oder weil es auch nicht gerade so sehr kreativ ist. Vielleicht hat es ein bisschen gewesen, weil er wirklich. Komm, dann ein bisschen lachhaft. Diese Abwechslung muss ja schon sein. Aber dann merkt man, das sind. Das ist so. Die weibliche. Die weiblichen Personen, die 12 Jahre ein bisschen mehr von Kreativität hat, die Frau dort fehlt, die ein bisschen die Angriffe haben, die öffnen wir mal dieses wundervolle Tor. Und alle beisammen sind schön. Will ich allerdings nicht sagen, dass sie mir da nicht kreativ sein können. Aber hier. Da ist sie. Die Tür zum Gewölbe der Könige. Was muss ich tun? Die Schreine wurden in Stendars Namen geweiht. Jetzt müssen wir den Ring von Stendars Gnade einsetzen, um die Gewölbetüren zu öffnen. Und wie machen wir das? Stellt euch in den Zauberkreis und zeigt mit dem Ring auf die Türen, um den Schutzzauber aufzuheben. Die Türen sollten sich weit öffnen. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Dann machen wir das mal. Das Amulett. Ich kann es von hier aus sehen. Ja. Oh, besiegt man die Makro. Hallöchen. Meine Güte, die sind ja wirklich klein. Ja, was so groß wie ihr. Ihr seid kein Zwischenfuhr, weiß ich. Dann habe ich euch schon nass, oder? Er ist sogar größer als Abnotan. Was redet denn dann Abnotan davon? Ihr seid nichts! Ich bin Manimako! Und ich bin Puffel. Lenkt Manimako ab! Ich werde das Portal schließen. Also meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Schwarz eigentlich auch Kontrast. Deswegen bin ich das in der Farbe benennen. Aber ja, ich mag eigentlich jede Farbe. So dunkel ist, dass man sie als schwarz zeichnen kann. Also die sind Flügel, also eigentlich die Flügel. Lieblings Essen ist. Ich werde sie am Portal aufhalten. Konzentriert euch auf Manimako. Hühnerbrust mit dem Bitter lösen. Ein Lieblingsgetränk ist. Nicht unbedingt mit, wo man das jetzt machen könne. Weil ich ja nicht drauf bin. Ein bisschen Saft, ein bisschen Kirschsaft. Ein Lieblingsjahreszeit ist Herbst. Weil es immer regnet und es stürmt, es ist ganz romantisch. Ja, ich bin diese Spiele leid. Mein romantisches Liebesleben, ja, ich habe gerade keine Zeit. Das ist immer unglaublich, was ich so mag, ne? Weil wir uns miteinander kennenlernen, man mag. Das hätte ich einfach mal, ja. Das hätte ich mal. Das hätte ich gehabt, wenn ich mal sterben sollte. Bitte! Denkt ihr wirklich, dass der Tod den mächtigsten Nekromanten Tamriels je. Das ist nur ein Übergang. Mein erster Schritt. Zu wahr. Werdet jetzt Zeuge meiner wahren Macht. Zu Ende, sonst kann ich Schaut euch nicht zu, folgen. Während ich aus dem Grab auferstehe und zur Gottheit werde. Ihr denkt, ihr könnt dem Herrn der Gewalt und Unterwerfung ohne Konsequenzen hintergehen?
Ihr werdet für eure Arroganz bezahlen. Für alle Ewigkeit werdet ihr Qualen leiden. Eure gequälten Schreie werden als Warnung für andere durch das ganze Reich des Vergessens hallen. Toll. Jetzt haben wir genau die Szene verpasst, weil sich die so wieder aufgehangen hat, der hier von Molag Bal eine reinbekommen hat. Toll. Der ganze Kampf alle Handlungen Mani Markus sollen uns gegeneinander wissen, was sein Lieblingsessen das ist. Das dürfen wir nicht zulassen. Schaut, ja, was wir erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Wie ungewöhnlich optimistisch von euch, Titanenkind. Das sollte ich auf ein Kissen sticken und lassen. Was ist Haaren eigentlich da unten? Die Göttlichen gaben euch nicht ohne Grund eine Nase, Tarn. Dann könnt ihr den Mund halten und trotzdem atmen. Gut gekontert, Titanenkind. Gut gekontert. Das ist so schön. Das ist so sympathisch, diese beiden. Wir sind hier fertig. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, da habt ihr allerdings recht. Ach ja, es ist immer sehr wundervoll, wenn man zwei Streithähne hat. Könnte ich mich eigentlich irgendwo hinsetzen mit einer Tasse Tee oder mit einem Kaffee, was zu essen und könnte den stundenlang dabei zuhören. Würde mir die eine oder andere Beleidigung noch mit aufschreiben, mit in meinen Wortschatz aufnehmen und dann wäre ich für mein Leben lang unterhalten. So, Maren, wir sind wieder da mit dem Amulett der Könige. Waren erfolgreich unterwegs. Es ist vollbracht. Das Amulett der Könige gehört wieder uns. Und Mani Marco ist besiegt. Mani Marco wird für den Rest der Ewigkeit teuer bezahlen. Man kann keine Intrige gegen den Gott der Intrigen spinnen, ohne einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Ich kann mir die Qualen nicht vorstellen, die ihn erwarten. Was machen wir jetzt? Sasahan muss sich ausruhen, genau wie wir anderen auch. Wir können jetzt ein wenig ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass der König der Würmer besiegt wurde. Aber wir sollten uns nicht zu lange ausruhen. Molag Bal ist noch immer eine große Bedrohung und die Ebenenverschmelzung muss aufgehalten werden. Ist schon aufgehalten. Wenn nicht, war all dies umsonst. Das habe ich schon vorher erledigt. Und meine Seele? Ich habe es nicht vergessen, Entseelte. Das ist nur ein weiteres Teil des Puzzles und wir werden uns zur rechten Zeit darum kümmern. Doch fürs Erste sollten wir uns ausruhen und uns erholen. Wie immer werde ich mich bald wieder bei euch melden. Möget ihr im Licht wandeln, Entseelte. Nein. Warum? Warum das? Was ist? So. Nein, nicht die Tasche. Ha, nein, 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 das machen wir noch und das, 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 das. So, jetzt kann ich es entgegennehmen. So, genau. Und ich werde jetzt mal an dieser Stelle die heutige Folge beenden. In der nächsten Folge werden wir noch die Chroniken der fünf Gefährten Band 7 lesen. Also könnt ihr schon mal drauf freuen. Und dann werden wir wieder, ne, warten, bis sich der wahre Aqualerius bei uns meldet. Und dann werden wir, denke ich mal, die letzte Quest, die vorletzte Quest, der Hauptquest jetzt bekommen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann, nachdem wir die Hauptquest erledigt haben, jetzt so machen werden. Und ja, ich hoffe natürlich, die heutige Folge hat euch gefallen und dass ihr in der nächsten Folge von von The Elder Scrolls Online wieder mit dabei sein werdet.